Eine kleine Anmerkung zur Berichterstattung aus Griechenland. Da hört man immer wieder von den Griechen, die über ihre Verhältnisse leben, von den Griechen, die Renten abzapfen, von den Griechen, die ja alle so korrupt sind und irgendwoher das ganze Geld nehmen. Also wer in den letzten Jahren mal in Athen war, der weiß ganz bestimmt, dass die Menschen dort nicht über ihre Verhältnisse leben. Und wenn dort jemand die Rente von seinem toten Uropi kassiert, dann macht er das, weil er kein Geld für Essen hat, weil er seine Miete nicht bezahlen kann. Und dann sieht man immer wieder die Bilder von den griechischen Demonstrationen. Da sieht man natürlich auch nur brennende Autos und den schwarzen Block und Leute, die eine Bank zertrümmern. Da wird aber nicht hinterfragt, warum diese Leute das machen. Man sieht die Gewalt, man sieht die Ausschreitung. Es wird aber kein friedlicher Protest gezeigt, den es in Athen definitiv auch gibt. Und es wird nicht gefragt, warum es zu Ausschreitungen kommt. Es wird nur eben berichtet, hier gab es auf die Fresse. Und das finde ich traurig.